nicht wegrennen. My boy. Wir müssen uns unterhalten. Lassen Sie mich los! Muss ich Sie erst verprügeln? So. Diese Rasierklingen sind richtig scharf. Hab ich recht? Sie sind sehr überzeugend. Überredet. Aber da ist noch ein Hintertürchen, wie es aussieht. Ja. Hallo! Der Kerl ist Abschaum. Verdammt! Du machst einen großen Fehler! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Fass mich nicht an! Oh, da ist doch ein Tisch so. So, vielen Dank. Unglaublich! Hilfe! Ja, riecht mich nicht so auf. So schlimm war das jetzt auch nicht. Aber wir haben jetzt noch Fähigkeitenpunkte, die wir verteidigen können. Was war man? Machen wir mal erstmal wieder auf Kampf. Alles klar. Möchten Sie eine Rasur oder einen Haarschnitt? Finger weg von meinen Haaren. Ich wusste gar nicht, dass wir das machen können. Entweder habe ich viel vergessen oder es war noch nie Bestandteil davon. Aber egal. Hallo. Ich brauche eigentlich keinen Dynamit. Ich habe ja die ganze Zeit eine Dynamitstange zurückbekommen. So, jetzt gucken wir mal schnell auf der Karte. Markierung wieder setzen. Ach. Da. So. Und dann gehen wir mal da schnell hin, holen uns dann noch die Geschäfte und dann. Aber weiter mit den Missionen. Ich glaube, wir müssen noch an dem Telefon oder so, oder? Achso, Erpressegeschäft, um Geld zu verdienen. Alles klar, das ist jetzt unsere Aufgabe und dann gehen wir da doch einfach mal nach. Nein. Glaube nicht. Tatalias, Tatalias, ich hole mir eure Geschäfte. Tatalias, Tatalias, ich hole mir eure Geschäfte. Hurenböcke, 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 Hurenböcke. Ach, guck mal, wie wir hier haben. Ich sollte dir eine scheuern. Ey, Kollegen, was geht? Er darf nicht entkommen. Guck mal, es brennt sogar noch in meiner Hose. Das könnt ihr nett, ne? Bam. Gib's mir! Ja, da brennst du wohl, ne? Bin gelaufen für dich. Keine Gnade. Tut mir leid. Hallöchen. Das ist doch noch ein Polizist. Was geht? Kommen Sie her. Ey, dich bestech ich nicht für 1000. Wie sehe ich aus? Haben Sie hier oft Probleme mit Betrunkenen? Ich könnte mich darum kümmern. Warum sollte ich Ihnen Geld geben? Mr. Polizeimann, gehen Sie mir bitte nicht auf die Eier. Sehen auch nicht, was können wir noch machen? Inhaber irgendwie töten? Warum töten? Nee, gut, sind auch nicht. Geh mal weg. Haben die Schwachstelle gefunden, Sachschaden. Doch, das reicht. Vielen Dank. Tun Sie das Richtige, wenn Sie keinen Ärger wollen. Ich habe verstanden. Sie bekommen, was Sie wollen. Okay, das freut mich wirklich sehr. Soll ich dir in den Arsch treten? Also geht's da noch mal ein bisschen Action. Wie wär's, wenn du vorbeikommst und ich trete dir in die Fresse? Ich mach dich fertig!
Ina, diese Pistole, Mensch. Tu es! Ich hab nichts getan! Kollege. Komm schon! Also den schon. Haut mal die Tür auf, dann kriegst du, ehrlich gesagt, wirklich auf die Fresse. Da ist überhaupt keiner da, okay. Erledigen wir das Schwein! Zieh da deine Brust! Macht Sinn. Ich bin getroffen, mach diesen Scheiß Galade! Er ist getroffen! Denkst du, ich habe dich dahinter nicht gesehen? Raus. Komm raus, hopp. Oh, Kollege. Das wirst du bereuen. Wir haben ihn! Schieß! Zielt auf deine Brust! Ah, da ist noch einer. Sind Sie ein Spieler? Wie kommt es, dass Sie den Corleones jetzt abgeben? Du blöffst doch nur. Verschwinde. Ich halte das den ganzen Tag durch. Das wirst du bereuen. Tausend gehen wir hin. Willst du? Beim nächsten Nein breche ich Ihnen die Beine. Willst du Ärger mit mir? Jetzt will er uns hauen. Wunderbar. Ab, dann treten wir einfach mal ab. Wiedersehen. Oh, da müssen wir die Justiz in den Arsch ficken, aber dann wurden wir getötet. Meinetwegen haben wir halt weniger Wachsamkeit. So, das passiert auch jedem Profi mal. Ich habe zwar keine Zulassung, ich kann sie zusammenflicken. Wo haben Sie? Fahren wir wieder hin, haben wieder Stress. Das macht mir jetzt eigentlich nicht wirklich. Wir haben uns an einem Geschäft, wir sind jetzt schon gehalten. Ne? Sagt dazu nichts. Hilfe! Noch mehr Tote. Ich glaube, das könnt ihr euch nicht erlauben. Ich glaube, nee, wir könnten uns gegenseitig. Die Corleones können auf mich zählen. Ich verspreche es. Und was jeder Kerl will, kämpfen, Jungs! Auf ihn! Halt ihm in den Rücken! Lasst ihn nicht entkommen! Was zur Hölle? Bastard! Immer diese Gewalt. Ich muss mich... Oh. Ja, jetzt kommst du auch noch, oder was? Willst du mich verarschen? Angst jetzt. Oh,
ab, Mann. Das ist ein Spiel für ernsthafte Spieler. Und auf Wiedersehen. Bam. So. So, jetzt kaufen wir es aber. Kassiert die Bank genug bei diesem Spiel, um die Corleones zu beteiligen? Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Soll ich drauf, mein Freund? Okay, wir haben es geschafft. $800 Einnahmen. Gut. Können wir gehen. Wow, der hat uns ein eigenes Geschäft von uns vorgestellt. Ich bin ja so stolz auf ihn. So, gib mal bitte die Flasche. Na, bevor wir weitermachen, könnten wir eigentlich ja auch mal den Tresor da noch knacken. Wenn wir jetzt gerade mal so dabei sind, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, hallo. Das ist der Mann, der uns hilft, ne? Wir schon drauf. So, Pistolen war noch alles dabei. Wunderbar. Ah, da wären wir auch runtergekommen. Okay, da sind also noch ein paar suboptimale Wege. So, jetzt machen wir aber erstmal ab. So, ja, voll in die Schrotflinte gelaufen. Sehr schön. Erstmal zum Versteck. Müssen wir erstmal gucken, wo es ist. Wo es versteckt, da ist es. Alles klar, fahren wir hin. Das Fahnenstall ist irgendwie jetzt so ein bisschen loswerden, weil wir. Oh! Überall sind Schüsse! Ah! Wir werden noch verfolgt, super. Aus dem Weg! Machst du fertig mit deinen dicken Fäusten? Wir könnten auch immer speichern, wenn wir dabei sind, ne? So. Gut. Ja, da was ist denn los? Können wir jetzt hier die Net weg? Aber egal, gehen wir mal ans Telefon. Auf Truckgeber, ruft an. Hey, Monk hier. Wir treffen uns im Herrensalon in Little Italy. Meinetwegen. Glaub, wir gehen nochmal hin und wir gucken nochmal. Weil ich würde gerne dann noch die anderen Geschäfte auch noch einnehmen. Von denen da in diesem Eck. Und dann können wir zum Monk gehen. Also gehen wir erstmal zu dem Tartaglia-Geschäft nochmal. Wir müssten eigentlich auch bald mal eine Auszahlung bekommen. Aber wir kriegen halt nicht viel. Das ist halt auch ein Problem. Wir kriegen von dem, was wir komplett alles hier haben, 10%. Das ist richtig wenig. Das ist so nicht. Später kriegen wir, wenn wir ein bisschen weiter oben sind, kriegen wir halt immer 20% mehr. Und jo. Bis wir erstmal da sind. Passiert? Weiß ja nicht. Ja, frage ich mich auch. Was wollen Sie? Komm her, du Mistkerl. Kunio fertig machen. Elender. Ich hab. Was willst du? Halt den Kerl ab. Und was jetzt? Lass das. Wagen Sie es nicht, mich anzufassen. Das wird die... Mann, Sie machen ja alle... Aufhören! Ich gebe auf! Ich verliere die Geduld. Tun Sie es nicht! Atos. Nicht! Bitte nicht!
Tun Sie es nicht! Himmel, was habe ich getan? Lassen Sie mich... Wie konnten Sie nur... Scheiße, das war zu viel. Warten Sie nur... Es wäre doch schade um die schönen Lebensmittel, kapisch? Du verdammtes Schwein. Ja, dann gehen wir mal lieber weg. Wenn wir mal... Da, war bestimmt ein Hinterzimmer oder so. Ah, okay. Hallo. Erledigen wir! So regelt man es hier im Biss. Nicht! Bitte nicht! Bei allem, was Ihnen heilig ist, nicht das! Na, wie fühlt... Aufhören, ich bezahle! Schön haben so. Sie es hier. Wäre doch schade, wenn sich das ändern würde. Wenn er packen und würgen hat, geht es auch keine Wahl. Ich zahle. So, die Hintertür geöffnet. So, Dankeschön fürs Geld. Ich arbeite mit niemandem zusammen, kapiert? Fehlt auf deine Brust! Geben Sie auf, oder Sie sind... Noch was schon! Wieso halt immer sich wehren wollen, ey? Ist halt normal. Aber egal. Kaufen wir uns einfach mal was. Soll Corleone sie auszahlen? Reicht das, um sich zur Ruhe zu setzen? Klar, Mann. Ich mache meine Geschäfte und wir profitieren beide davon, okay? Sehr schön. So, dann haben wir das. Knacken. So. Deckung! Problemlöser haben wir freigeschaltet. Yay. Bam. Geld. Ich habe Schüsse abgefeuert. Den Laden ist nicht schön. Verdammter Abschau. Weg hier. Aber wir haben noch einen Levelaufstieg. Was machen wir? Höhere AP. Oder höhere Angriffsschaden. Machen wir nochmal Angriffsschaden und dann machen wir wirklich HP. Ich verspreche die ganze Zeit HP aufzuskillen und dann was doch nicht. Aber diesmal machen wir dann... Na, aber ab dem nächsten Level machen wir dann wirklich HP. Schluss nochmal zum Versteck. Boah. Auffüllen, den Krankheitsgrad runter senken und dann fahren wir jetzt mal wie versprochen zum Monk und schauen wir mal, was er für uns zu tun hat. Wir müssen das ja erzählen, dass Luca tot ist. Mal schauen, was da so abgeht, aber wir können. Immer diese Entscheidungen so, ist immer schlimm. Nein, wir gehen jetzt zum Monk, ich hab's ja versprochen. Umgefahren. Tut mir leid. Okay, da sind wir. Was geht? Der Don ist tot. Luca schläft bei den Fischen und Tom Hagen, der Konsiliere der Corleones, ist verschwunden. Wer kann jetzt noch verhindern, dass die Tartales die Corleones auslöschen? Sal Testio, Capo und einen loyalen alten Leibwächter von Don Corleone. Pete Clemenza, Capo-Regime des Corleones, ein kampferprobter Haudegen. Alles klar. Hey, Mister. Monk Malone, kennen Sie den? Wir sind hier verabredet. Ganz ruhig. Er ist kurz rausgegangen. Er kommt gleich wieder. Nun setzen Sie sich. Lass den Motor laufen. Reiß dich zusammen. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hey, Francis. Marty! Komm her. Hey, Schwester. Wie steht's? Wie geht's dem Alten? Naja, meistens gut. Er ist erschöpft.
Augenblick, Friedrich. Nimm noch etwas Obst mit. Okay, Pa. Was ist los? Monk. Gott sei Dank. Luca ist tot. Luca? Danke, Fima. Sie sind zu gütig. Fröhliche Weihnachten.